Willkommen zu einem der letzten Vorträge der diesjährigen FOSCON. Und zwar geht es heute um das Thema Free IPA, Verzeichnisdienst und Authentifizierung leicht gemacht. Vorab eine Frage in die Runde. Wer von euch hat zentrale Benutzerauthentifizierung schon implementiert? Kurzes Handzeichen. Mit Open LDAP oder 389 DS? Okay, gut. Das sind so die beiden Lösungen, die meisten Leute nutzen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christian Stankovic. Ich arbeite für das Unternehmen Messe Information Service GmbH und ich bin dort als Linux- und vSphere-Administrator angestellt. Und in meiner Freizeit betreibe ich einen kleinen IT-Blog und schreibe Fachbücher. Heute geht es um Free IPA. Werfen wir mal einen Blick auf die Agenda. Zuerst stellen wir uns mal die Frage, wozu wir überhaupt Benutzerauthentifizierung oder eine zentrale Benutzerauthentifizierung brauchen. Dann schauen wir uns an, wie wir Free IPA installieren. Anschließend gucken wir uns an, wie wir unsere Clients, die wir in unserem Netz betreiben, dort integrieren. Und anschließend schauen wir uns ein paar grundlegende Administrationsaufgaben und Beispiele aus der Praxis an. Also ich verwende es auch in unserem Unternehmen und deswegen habe ich da auch ein paar Praxisbeispiele, die ich euch gerne zeigen möchte. Warum überhaupt zentrale Benutzerauthentifizierung? Der Vorteil einer zentralen Benutzerauthentifizierung ist, oh Wunder, Benutzerinformationen werden zentral gespeichert. Wer hätte es gedacht? Demzufolge habe ich kein Passwortwirrwarr. Also wenn ich mehrere Systeme habe, muss ich nicht meine 100 Passwörter durchgehen, die es theoretisch sein könnten, die ich benötige. Ich habe es ja zentral. Und wenn man den Gedanken mal weiterspinnt und an Unternehmen denkt, bedeutet das auch, dass ich einen geringeren Aufwand nach Kündigungen habe. Denn ich muss den Benutzer, der das Unternehmen verlassen hat, nicht auf 100 Systemen manuell löschen, sondern ich mache es einmal und bin fertig. Und meiner Meinung nach ist das absolut sinnvoll, wenn man mehr als zwei Systeme hat, damit man nicht in die folgende Situation gerät. Man loggt sich auf ein System ein und überlegt, welches der 100 Passwörter war es. Denn jetzt nach dreimal wird man dann rausgeworfen und wenn man Pech hat und weitere Security-Software hat auch vielleicht unter Umständen auf der Firewall gebannt. Genau das wollen wir nicht und genau da kommt Free IPA ins Spiel. Was ist Free IPA? Free IPA ist eine freie IPA-Lösung, die maßgeblich durch Red Hat entwickelt und gesteuert wird. IPA steht an der Stelle für Identify, Policy and Audit. Red Hat-Kunden kennen das Ganze schon unter dem Namen Red Hat Identity Management oder auch IDM. Sieht genauso aus, macht eigentlich auch das Gleiche, hat halt ein anderes Logo. Also ist Free IPA so gesehen das Upstream-Projekt von Red Hat für IDM. Vom Funktionsumfang kann man es grob mit Microsoft Active Directory Domain Services oder Novell eDirectory vergleichen, wenn man das denn möchte. Was kann Free IPA denn? Also Free IPA vereint unter Umständen oder grob gesagt in einer Web-Oberfläche die Funktionen eines DNS-Servers, also im Hintergrund werkelt da ein Bind 9. Das Verzeichnisdienst, das ist in dem Fall ein 389 DS, kein Open LDAP, ein DocTech-Zertifizierungssystem oder Zertifikatsystem und MID Kerberos zur Authentifizierung und für Single Sign-On. Also alles, was ich brauche, um Benutzerauthentifizierung zu zentralisieren, kann ich über eine komfortable Web-Oberfläche steuern. Kommen wir zu den Features. Da ein Bind im Hintergrund werkelt, kann ich meine DNS-Zonen zentral über die Web-Oberfläche verwalten. Ich kann meine Benutzer und Benutzergruppen, Hosts und Hostgruppen über eine Web-Oberfläche steuern. Ich kann zentral sudo und HBAC-Regeln definieren. HBAC steht an der Stelle für Host-Based Access Control. Kommen wir nachher aber noch im Detail dazu. Was auch äußerst praktisch ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Anwendung voll rollenfähig ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Admin-Rolle definieren, eine Service-Desk-Rolle. Und wenn man das jetzt wieder auf ein Unternehmen überträgt, kann ich beispielsweise meinen Service-Desk-Leuten die Rechte einräumen, dass sie Passwörter von Benutzern zurücksetzen dürfen, wenn der User eben anruft und das Problem hätte, dass er sich nicht mehr einloggen kann, aber kann ihm die Rechte nehmen, selbst Änderungen im DNS vorzunehmen. Das sollen unter Umständen andere Leute machen, die fachlich da einen anderen Blick drauf haben. Da gibt es jede Menge Rechte und Rollen, die vordefiniert sind und die kann ich ganz komfortabel vergeben. Lässt sich also somit für jedes Unternehmen ganz gut anpassen an der Stelle. Und was in Version 3 reingekommen ist, ich kann Trusts mit Active Directory Domain Services Hosts herstellen. Das ist ganz gut, wenn ich eben keine homogene, sondern eine heterogene Umgebung habe und eben nicht nur Linux-Hosts in meinem Netz habe, sondern auch in der Windows-Welt zurechtkommen muss. Dann kann ich da Trusts aufbauen. Prinzipiell habe ich die Möglichkeit, ich kann mehrere Server oder Replikas aufbauen.
eben hinsichtlich Ausfallsicherheit und Lastverteilung. Ich kann zum Beispiel dann den Ausfall eines einzigen Servers kann ich dann zum Beispiel abfangen, dass meine Benutzer trotzdem sich weiterhin authentifizieren können. Oder wenn ich ein sehr großes Netzwerk habe, kann ich mehrere Hosts verwenden, um die Last eben sauber zu verteilen. Zwei-Faktor-Authentifizierung und One-Time-Passwords sind auch mit reingekommen. Ist auch, denke ich, eher für größere Unternehmen ganz interessant, wenn man eben nicht nur mit dem Passwort sich authentifizieren muss, sondern zum Beispiel auch mit einem SMS-Passcode, der verschickt wird. Oder ein One-Time-Passwort, das halt eben per Passwort, per SMS kommt und mit dem ich mich dann einloggen kann. Darüber hinaus gibt es zahlreiche APIs, mit denen ich das Ganze steuern kann, zum Beispiel XML oder JSON-RPC oder eine Python-API gibt es auch, sodass ich halt eben auch wiederkehrende Aufgaben, die ich immer wieder habe, automatisieren kann und mich nicht immer durch die GUI klicken muss. Je nachdem, was ich mache, nimmt das ja auch viel Zeit in Anspruch. Zur Installation. Die Systemanforderungen sind, dass ich mindestens 2 CPUs habe, mindestens 1 GB Arbeitsspeicher und mindestens 10 GB Festplatte, ist heutzutage, denke ich, kein Problem mehr. Voll unterstützt werden aktuell Fedora und alle Enterprise Linux Derivate, also eben Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Scientific Linux oder wer möchte Oracle Linux, auch das geht. In der aktuellen Ubuntu LTS ist es mit drin und Debian auch, allerdings nicht stabil im Moment. Man kann das auch auf Gentoo und Arch Linux betreiben. Da habe ich gesehen, da gibt es experimentelle Pakete. Offiziell wird es nicht unterstützt, aber auch das soll irgendwie gehen. Habe ich allerdings nicht ausprobiert. Zu den Netzwerkanforderungen. In der Dokumentation ist vermerkt, dass man IPv6, wenn möglich, deaktivieren soll. Der Hintergrund ist der, dass halt eben, wenn ich IPv6 standardmäßig aktiviert habe, lauscht eigentlich auch jeder Dienst auf Ports noch im IPv6-Stack. Und da kann es unter Umständen zu Problemen kommen. Deswegen ist die Empfehlung, es erstmal zu deaktivieren, es sei denn, ich will eben Trusts mit Active Directory machen. Dann brauche ich das, weil das intern über Samba gemacht wird und Samba braucht dringend IPv6, wenn es in Richtung AD geht. Also an der Stelle, wenn ihr keine Trusts mit Active Directory wollt, würde ich einfach IPv6 deaktivieren. Das macht das wesentlich einfacher. Für meine Clients ist ganz wichtig, also die Uhrzeit ist ein ganz wichtiges Thema prinzipiell. Warum? Wir setzen Kerberos ein. Kerberos verwendet Tickets und wenn da die Zeitunterschiede zu groß sind, ich glaube, das sind 5 Minuten oder 10 Minuten, dann sind die Tickets eben ungültig und es gibt Probleme bei der Authentifizierung. Deswegen ganz wichtig, der IPA-Server muss seine Zeit synchronisiert haben und die Clients eben auch. Und für die Clients ist an der Stelle wichtig, dass die Uhrzeit per NTPD bezogen wird und nicht über den cronID, den manche Distros schon verwenden, also Fedora beispielsweise oder CentOS 7, verwenden den erstmal standardmäßig. Das ist quasi eine Neuentwicklung eines NTP-Clients, der ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr hat und ein bisschen flexibler ist. Aber der IPA-Client, der funktioniert mit NTPD besser. Da gibt es keine Probleme oder weniger Probleme. Und natürlich muss ich ein paar Ports in der lokalen Firewall oder in der dedizierten weiteren Firewall, wenn ich das in mehreren Netzen betreibe, öffnen. Zum einen natürlich die Webserver-Ports. Für LDAP, Kerberos und NTP muss ich eben auch dann entsprechend einige TCP- und UDP-Ports öffnen. Die Installation ist relativ simpel. Es gibt ein Paket, IPA-Server, das ist eben ein Meta-Paket. Das installiert dann automatisch die ganzen weiteren Pakete, die noch benötigt werden, also beispielsweise den DNS-Server, ein paar Libraries und so weiter. Dann gibt es noch ein Paket IPA-Server Trust-AD, wie der Name vermuten lässt. Das sind weitere Pakete enthalten, die eben benötigt werden, wenn ich Trusts mit AD-DS machen will. Also beispielsweise Samba wird dann mit installiert, weil das ist die Komponente, die ich dafür brauche. Die Pakete heißen aber auch in anderen Distributionen so. Also kann man auch so eigentlich auch von einem Debian-System absetzen. Nur sollte man dann eben statt Yum apt-get oder aptitude verwenden. Wenn die ganzen Pakete heruntergeladen worden sind und installiert wurden, gibt es ein Kommando, das heißt IPA-Server install. Das ist ein kleiner textbasierter Installationsassistent, der mir einfach die wichtigen Parameter auflistet und abfragt. Beispielsweise, ob ich einen DNS-Server konfigurieren will. Wenn ja, dann wird eben der Hostname automatisch erkannt. Man kann den an der Stelle nochmal korrigieren. Muss dann den Domain-Name entsprechend bestätigen und der Kerberos-Realm, also die Zone, in der halt eben dann die Authentifizierung letztendlich stattfindet,
auch nochmal bestätigen. Das ist in aller Regel immer der Domain-Name und das sollte auch beides gleich sein, ansonsten kann es da zu Problemen kommen. Weitere Informationen, die ihr dann abfragt, ist eben das Passwort des Directory Managers. Das ist der Admin-User des 389DS LDAP-Servers, der da installiert wird. Und das Passwort des IPA-Admin-Users. Das ist der Admin-User der Web-Oberfläche, der die vollen Berechtigungen hat nach der Installation. Und die gebe ich eben einfach ein. Und anschließend wird gefragt, ob auch eine Reverse-DNS-Lookup-Zone konfiguriert werden soll. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich eben kein reines Linux-Netzwerk habe, sondern in ein bestehendes Netzwerk, in dem sich schon Windows-Host befinden, meine Installation dazu tätige, dann ist es ratsam, die Reverse-Zone halt eben nur an einer Stelle zu pflegen. Das heißt, wenn ich mein DNS schon im AD pflege, dann ist es dann natürlich Quatsch, das dann hier im IPA auch noch zu machen, weil dann habe ich zwei Reverse-Lookup-Zones, die ich eben immer synchron halten muss. An der Stelle ist es allerdings ein reines Linux-Netzwerk hier bei der Installation, die ich hier gerade zeige. Deswegen wurde das hier mit Yes bestätigt. Dann wird auf Basis der aktuellen IP des Hosts eben ein Vorschlag gemacht, wie die Reverse-Lookup-Zone heißen sollte. Und dann bestätigt man das in aller Regel und fertig. Man wird dann auch gefragt, ob man weitere Reverse-Lookup-Zones gleich anlegen will. Also wenn man da mehrere Netze hat, kann man das direkt schon bei der Installation pflegen. Man kann das aber auch später über die Web-GUI noch machen, sehen wir dann noch. Anschließend gibt es nochmal eine Zusammenfassung, kriege ich nochmal alles angezeigt, was ich konfiguriert habe, eben den Hostname, die IP-Adresse, mein Domain-Name, Realm-Name, dass hier der Bind-DNS konfiguriert wird. Was man vorhin nicht ganz gesehen hat, das musste ich in der Ausgabe ein bisschen abkürzen, ich kann natürlich auch DNS-Forwarder konfigurieren. Das heißt, weitere DNS-Server, die dann halt eben auch zu Rate gezogen werden, wenn eine Anfrage kommt und die Zone nicht gepflegt wird, also externe DNS-Server beispielsweise. Dann hier nochmal die Reverse Zone und dann letztendlich die Frage aller Fragen. Wollen Sie wirklich fortfahren? Ja, ich will. Und dann ist die Installation, wird dann ausgeführt. Wenn das dann alles funktioniert hat, kommt man anschließend in die Web-Oberfläche. Die gucken wir uns aber nachher im Detail nochmal an. Gut, zur Integration der Clients ist zu sagen, da gibt es einen Free IPA Client. Und der registriert das System eben in IPA und konfiguriert darüber hinaus vollautomatisch noch Kerberos, den LDAP-Client und den SSSD. Auf den kommen wir jetzt auch gleich in der nächsten Slide. Und der FreeIPA-Client, der ist offiziell vorhanden für alle Fedora-Versionen, für alle aktuellen, auch wieder für alle Enterprise-Linux-Derivate, Debian und die aktuelle Ubuntu LTS. Ich habe jetzt gerade vorhin gesehen, es gibt wohl auch schon experimentelle Pakete für Arch Linux. Eine Anmerkung? Ja. Frage SSSD. SSSD kommt direkt in der nächsten Folie, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also man kann auch andere Linux-Distributionen integrieren. Man kann es natürlich auch manuell machen. Ja, also wenn ich jetzt ein Gentoo oder ein NixOS-System habe und es gibt keine Pakete dafür, dann kann ich natürlich auch manuell Kerberos, LDAP und SSSD konfigurieren. Es ist halt eben nur, wenn man was will, das einfach per einen Kommando alles konfiguriert, dann nimmt man den FreeIPA-Client und das ist halt eben für die Distribution erstmal vorgesehen. Zum Thema SSSD. Das ist der System Security Services Daemon und der kommt vor allen Dingen bei der zentralen Authentifizierung zum Einsatz, denn das ist ein lokaler Credentials Cache. Und der integriert sich eben in LDAP, in IPA, in ADDS und in Kerberos, hat auch PAM und NSS-Module und sorgt eben in dem Konstrukt dafür, wenn ich mich einlogge, werden die Credentials erstmal gecached. Das heißt, mein Username, mein Passwort, die Gruppen, in denen ich mich befinde und auch, das sehen wir dann auch später noch, die Sudo-Berechtigung, die ich beispielsweise habe. Hat dann den Vorteil, dass wenn jetzt in der Zeit der IPA-Server mal kurz nicht zur Verfügung steht, weil er zum Beispiel gebootet wird, dann kann ich halt eben trotzdem noch weiterarbeiten. Denn es wäre katastrophal, wenn der User dann keine Kommandos mehr eingeben könnte oder aus der Session rausfliegt, weil der IPA-Server gerade nicht da ist. Ja. Und wenn ich einen Client integrieren will, muss ich erstmal, wenn ich das auf dem einfachen Weg machen möchte, das FreeIPA-Client-Paket installieren. Dann sollte ich überprüfen, bevor ich fortfahre, ob ich den FreeIPA-DNS gesetzt habe. Warum? Im IPA werden spezielle NS- und SRV-Records gesetzt. Da wird eben genau definiert für meine Zone, welche Nameserver sind dafür verantwortlich und welcher IPA-Server, die noch im Netz sind, machen Kerberos-Authentifizierung beispielsweise, damit der Client eben weiß, wo die Anfragen hingehen können. Denn, wir hatten es ja davon, ich kann auch mehrere Server in einem Konstrukt haben und das, wenn jetzt einer ausfällt, wird dann halt eben direkt der nächste genommen. Das wird halt eben über diese NS- und SRV-Records geregelt.
Und bevor ich ein System registriere, wäre es auch sinnvoll, nochmal den Hostname zu überprüfen. Localhost.localDomain in der IPA-Domäne aufnehmen, ist vermutlich nicht das, was man möchte. Wenn man das getan hat, einfach dieses IPA-Client-Install aufrufen. Da gibt es einige unzählige Parameter. Die drei wichtigsten meiner Meinung nach sind mkhomedir. Den sollte man eigentlich immer setzen. Meiner Meinung nach sollte das auch per Default passieren. Ist allerdings nicht der Fall. Deswegen immer darauf achten. Das sorgt einfach dafür, dass ein PEM-Modul aktiviert wird, was automatisch den Home-Ordner erstellt, wenn er noch nicht vorhanden ist. Weil wenn ich einen Benutzer im IPA anlege, lege ich natürlich keinen Home-Ordner auf jedem System, das ich im Netzwerk habe, an. Ja? Und wenn man diesen Schalter eben nicht setzt und ich logge mich als IPA-User auf dem System ein, dann lande ich halt direkt in Root und das heißt, ich habe keinen Home-Ordner. Das ist meistens nicht das, was man möchte. Deswegen diesen Parameter immer setzen. Und wenn ich ein System wieder von IPA löschen möchte, kann ich das natürlich über die GUI machen, aber ich kann natürlich auch einfach auf dem Client einen Uninstall absetzen und dann wird die Registrierung eben wieder aufgehoben. Das System wird aus dem DNS entfernt, aus dem IPA entfernt und ist an der Stelle auch eine Möglichkeit. In aller Regel funktioniert das Auto-Discovery ohne Probleme, wenn man ein reines Linux-System hat oder ein reines Linux-Netzwerk hat. Problematisch wird es, wenn man Windows und Linux-Clients im gleichen Netz hat, dann funktioniert manchmal das automatische Erkennen der IPA-Domäne nicht ganz. Und dann kann man eben dann mit dem Domain-Schalter manuell die Domain setzen. Hier nochmal ein kleines Beispiel. Auf dem System der IPA-Client wurde installiert. Ich habe extra nochmal einen validen Hostname gesetzt und dann eben das IPA-Client Kommando mit mkhomedir ausgeführt. Er hat dann auch automatisch hier den Hostname nochmal angezeigt und auch die passende DNS-Domain und den Kerberos Realm gefunden und auch den IPA-Server, der für mich zuständig ist. Zeigt mir dann nochmal den LDAP-Base Distinguished Name an und dann auch wieder die Fragen aller Fragen. Wollen Sie wirklich damit fortfahren? Ja. Anschließend wird dann nach einem Username gefragt, der berechtigt ist, Hosts in das System hinzuzufügen. Ja. Also kennt man ja so ein bisschen aus der Windows-Welt, man hebt einen Host ins AD, man muss einen Admin-User angeben, der halt einen Host da hinzufügen darf, ist genau das gleiche hier. Gibt man hier an, Username, Passwort, das Ganze kann man natürlich auch automatisieren, kann also eben auch die Logon-Credentials vorab übergeben, das geht auch an der Stelle. Empfiehlt sich zum Beispiel, wenn man automatisierte Prozesse hat. Also wir haben beispielsweise einen Prozess, der vollautomatisiert VMs deployed und der hebt dann auch automatisch die Hosts ins IPA. Da haben wir halt einen Service-User, dank der Rollenfunktion geht das ja, der keine anderen Rechte hat, außer Hosts hinzuzufügen. Der wird übergeben und somit wird dann eben der Host, ohne dass man etwas eingeben muss, in IPA integriert. Wenn der User, den ich eingegeben hat, die Berechtigung hat, wird dann halt eben LDAP konfiguriert, der SSH-Daemon wird konfiguriert und so weiter. Laufen einige Änderungen durch und letztendlich, wenn alles funktioniert hat, steht hier Client Configuration Complete. Dann ist mein Host im IPA, ich sehe den dann auch in der Liste und kann dann eigentlich schon anfangen mit zentraler Benutzerauthentifizierung. Hier mal ein Beispiel. Mit KInit kann ich mir ja ein Kerberos-Ticket holen. Hier habe ich jetzt einfach KInit und User eingegeben. Da muss ich mich dann authentifizieren mit dem gültigen Passwort, das auch im Verzeichnis hinterlegt ist. Und anschließend kann ich mit KList Kerberos-Tickets auflisten. Eins haben wir ja gerade angefragt. Da sieht man auch hier ein gültiges Kerberos-Ticket, das halt eben eine Laufzeit von einem Tag hat. Also nach einem Tag läuft dieses Ticket ab. Und wenn ich dann beispielsweise einen SSH-Login auf einen anderen Host mache, der in IPA integriert ist, dann kommt auch schon direkt Single Sign-On zum Tragen und ich kann mich ohne Passwort auf dem System anmelden, wenn ich denn prinzipiell auf das System darf. Da kommt wieder das Thema HBAC ins Spiel, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ja, also mit Hilfe eines Kommandos kann ich einen Client vollständig integrieren. Kommen wir mal zu den Grundlagen der Administration. Wie in jedem anderen Verzeichnis kann ich eben Benutzer und Benutzergruppen anlegen. Ich pflege typische Benutzerinformationen, Benutzername, Passwort, Adresse, Vorgesetzter, Lieblingsfach in der Schule. Und da das Ganze ja auch nur ein LDAP-Schema ist, kann ich das auch erweitern, wenn ich möchte und weitere Parameter brauche. Benutzer kann ich gruppieren, empfiehlt sich auch. Zum Beispiel alle Datenbank-Admins in eine Gruppe, alle FTP-Benutzer in eine Gruppe und so weiter. Je nachdem, wie es halt eben in meinem Unternehmen von der Organisation her passt. Sieht dann in der GUI wie folgt aus. Hier haben wir ein paar Benutzer, die angelegt wurden. Sehe ich halt eben tabellarisch erstmal mit meinem Login-Name, Vorname, Nachname, Status, User-ID, E-Mail.
Und hier sehen wir ein paar Benutzergruppen. Die sind halt eben auch wieder unterschiedlich, weil sie eine eigene Gruppen-ID haben, eine Beschreibung. Und da kann ich meine Benutzer eben drin gruppieren. Das Gleiche kann ich auch mit Hosts machen. Also Hosts kann ich auch in Hostgruppen zusammenfassen, zum Beispiel alle Webserver in eine Gruppe, alle Datenbankserver. Und diese Hosts und Hostgruppen, die kann ich dann eben auch in sudo und HBAC-Regeln verwenden. Und meine Empfehlung ist es immer, Gruppen statt einzelne Hosts zu verwenden, weil das macht es ein bisschen übersichtlicher, wenn da neue User hinzukommen oder neue Systeme, dann muss ich die nur in Gruppen hinzufügen und dann sind die prinzipiell schon hinterlegt an der Stelle. Und ich muss nicht überlegen, in welchen meiner 300 Regeln waren jetzt die Hosts für diese Anwendung drin. Also immer Gruppen statt einzelne Hosts referenzieren, macht es einfacher. Sieht dann im Backend wie folgt aus. Hier einfach eine Hostliste. Da sehe ich eben die Hostnames, die Kurzbeschreibung und unten eben die Hostgruppen. Hier habe ich jetzt auf dem Testsystem einfach nur mal zwischen Test und Prot differenziert. Empfiehlt sich auch, das je nach Anwendungen oder Teams zu unterscheiden. So kann man beispielsweise alle SAP-Hosts in eine Gruppe, alle Datenbanksysteme in eine Gruppe. Je nachdem, wie es eben bei euch am besten passt. Und ist auch wichtig für die HBAC-Regeln, zu denen wir jetzt kommen. Also eine HBAC-Regel definiert eigentlich im Wesentlichen, welche Benutzer oder welche Benutzergruppen auf welche Hosts oder Hostgruppen mit welchem Dienst oder mit welchen Dienstgruppen zugreifen dürfen. Zum Beispiel kann ich eine Regel bauen, alle meine Datenbank-Admins dürfen auf alle Datenbank-Server per SSH. Andere Dienste kann ich an der Stelle zum Beispiel verbieten. Es gibt eine Standardregel, die heißt Allow All und das ist halt so eine Any-Any-Regel. Das macht man einfach aus dem Grund, dass wenn jemand FreeIPA deployt, dass er halt eben erstmal ganz normal wie gewohnt weiterarbeiten kann. Meine Empfehlung ist es, das erstmal direkt zu deaktivieren und wirklich nur die Regeln zu bauen, die auch wirklich Sinn machen für mein Setup. Das macht es am Anfang ein bisschen schwerer, weil meine Kollegen vermutlich alle 3 Minuten bei mir am Tisch stehen und sagen, ich komme auf mein System nicht drauf und auf das komme ich auch nicht drauf. Aber nur dann hat man die minimalsten Regeln drin, die man auch wirklich braucht. Und auch wichtig an der Stelle ist, es ist natürlich kein Ersatz für Firewall-Regeln. Es definiert nur einen User, der schon eingeloggt ist, beispielsweise ein Entwickler loggt sich auf einem Test-Webserver ein und will dann von diesem Host, wo er schon ein Kerberos-Ticket hat, auf ein weiteres System. Dann wird an der Stelle HBAC greifen, wird eben sagen, du darfst oder du darfst nicht. Aber wenn er natürlich von der Firewall-Seite her trotzdem Recht auf den Host hat und kennt den anderen Benutzer und ein Passwort, das dazugehört, kann er sich trotzdem da anmelden. Also es ist kein Ersatz dafür. Man sollte beides natürlich dediziert noch voneinander pflegen. Hier mal ein Beispiel. Hier ist eine sogenannte HBAC-Regel. Es empfiehlt sich da natürlich, einen sinnvollen Namen zu vergeben, also keine Nummern, sondern ich mache es immer so, ich habe einen Gruppennamen, True, und dann einen Hostgruppennamen, damit ich zum Beispiel genau weiß, es geht um Datenbank-Admins, die auf Datenbank-Server müssen. Eine Regel besteht im Wesentlichen aus 3 Bestandteilen. Einmal, wer greift auf was zu, mit welchem Dienst. Zum Beispiel hier, wer, hier habe ich eine Gruppe referenziert, in der 2 Benutzer sind, greift zu, da geht es um die Hostgruppe, das ist in dem Fall eine Hostgruppe, in der nur ein Host ist, und mit Dienst, da ist eben definiert, welche Dienste sind möglich, zum Beispiel SSHD. Also, diese Benutzer dürfen auf diese Hosts per SSH. Sudo-Regeln sind auch ein Thema, das ich mit FreeIPA regeln kann. Prinzipiell, wie man es ja von lokalen Hosts kennt, mit der sudoers oder sudoers.de, ich steuere damit Kommandos und Kommandogruppen und definiere Benutzer oder Benutzergruppen, auch wieder Hosts oder Hostgruppen und Kommandos oder Kommandogruppen und alternative Identitäten. Ja, also ich denke, jeder von euch hat schon mal eine Sudo-Regel angelegt. Ich darf das Kommando auf dem Host unter der Identität ausführen. Das ist exakt das Gleiche im FreeIPA, nur dass ich das eben zentralisiert über die Web-Oberfläche konfigurieren kann. Auch hier wieder kleines Beispiel. Ich kann in meinem Backend sämtliche Befehle anlegen und kann diese gruppieren. Zum Beispiel hier sind jede Menge Befehle, Bash, Cat, CAMOD, was auch immer. Und hier passende Gruppen dazu. Zum Beispiel eine Gruppe Drivers für Treiber, Befehle oder FilePerm ACL für ACL-Befehle, Monitoring für Monitoring und so weiter und so weiter. Das kann ich im Backend alles pflegen. Das kann sehr zeitaufwendig sein. Deswegen habe ich mal ein kleines Skript geschrieben. Das heißt IPA Sudo Basic Rules.
Dazu muss ich vorab sagen, ich bin aktuell an einem Security-Konzept für unser Unternehmen dran, um den Root-Zugriff als solchen so weit wie es geht zu reduzieren. Also in meiner Vision ist es so, dass meine ganzen Kollegen keinen Root-Login mehr haben und den auch nicht brauchen, weil sie einen personalisierten Admin-User haben, der genau das erlaubt als Root, was sie brauchen, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen habe ich mich mal hingesetzt und habe die gängigsten Administrationskommandos, die man so braucht, gruppiert und die Erstellung automatisiert. Das hat einige Tage, Stunden, Wochen gedauert. Derzeit sind um die 250 Kommandos Bestandteil dieses Skripts. Und das ist ein einfaches Python-Skript, das man ausführt und das erstellt vollautomatisiert die ganzen Kommandos und die Kommandogruppen. Das Ganze könnt ihr auf GitHub herunterladen oder euch angucken. Ich bin da immer offen, wenn es um weitere Vorschläge geht, was man da noch mit reinnehmen kann. Also sind einige Gruppen ja schon drin. Ich habe halt eben einfach alles, was mir so beim täglichen Arbeiten auffällt und gefehlt hat, habe ich sukzessive damit aufgenommen. Also wenn das einer von euch wirklich nutzen sollte dann und weitere Ideen hat, sehr gerne auf GitHub irgendwie ein Ticket aufmachen mit Ideen. Freue ich mich immer drüber. Ja, das sieht dann wie folgt aus. Das ist einfach ein Kommando, das ich ausführe. Mit minus i kann ich mir anzeigen lassen, welche Katalogversion ich habe, welche oder wie viele Kommandos vorhanden sind und wie viele Kommandogruppen. Und mit minus n oder minus minus try minus run, wie man das ja von anderen Kommandos auch kennt, kann ich simulieren, was er jetzt machen würde, wenn ich das ausführen würde. Ja. Also ich sehe dann auch die ganzen Kommandos. Hier würde er zum Beispiel eine Kommandogruppe für Firewall-Konfigurationen anlegen. Und wenn ich das eben ohne Parameter ausführe, dann führt er das einfach aus und legt die ganzen Kommandos und Kommandogruppen an. Das muss ich unter dem Benutzerkontext eines IPA-Admin-Users ausführen. Also ihr seht schon anhand des Dollarzeichens, das ist kein lokaler Root oder kein Admin. Ja, es ist einfach nur ein User, der eben Admin-Berechtigungen im IPA hat. Also das nicht mit sudo ausführen, das braucht man an der Stelle nicht. Es geht nur um IPA-Admin-Rechte, nicht auf lokale Admin-Rechte. Das kann ich also auch von einem x-beliebigen Host eigentlich dann auch ausführen, wenn ich mich dann darüber schiebe. Gut. Okay, so viel dazu. Irgendwelche Fragen von euch zu dem Thema? Ja? Du sagst, dass die Authentifizierung gecached wird. Ich kenne das ja auch mit Windows. Wie lange wird die gecached? Ist das eine Zeit? Ist das Anmelde-Counter, der runtergezählt wird? Die Frage war, wenn man sich mal eingeloggt hat, wie lange diese Credentials gecached werden. Das sind, soweit ich weiß, 15 Minuten. Wo die Informationen gecached werden. Das ist aber eine Sache des SSSDs. Ja, das heißt, das ist ein Wert, den ich auch konfigurieren kann. Man kann es auch ganz abschalten, war jetzt eine Anmerkung aus der Runde, das ist auch eine Möglichkeit. Das würde ich allerdings nur dann machen, wenn ich mehrere Hosts habe. Also wenn ich jetzt nur einen IPA-Server in meiner Domain habe und ich boote den und er kommt nicht mehr hoch, dann habe ich halt wirklich ein Problem. Gerade wenn man dieses Konzept umsetzt, so wie ich es eben mache, mit kein Root-Login mehr möglich, dann hat man ein System, das man so per se erstmal so gut wie gar nicht mehr administrieren kann. Noch eine Frage? Die ganzen Regeln werden live abgefragt. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben gerade über SSD gesprochen. Ich habe zum Beispiel mit Kunden auf dem Laptop, dann cache ich das für 14 Tage oder sowas, und dann cache ich es mal. Ist es da auch dann sozusagen diese Regeln, die ihr auch gefragt habt, gecached, oder brauche ich da über den Server? Die Frage war, ob die Regeln, die definiert werden, also ich denke, du hast die Sudo-Regeln gemeint beispielsweise oder die HBAC-Regeln, wie die gecached werden. Die werden auch in diesem 15-Minuten-Rhythmus gecached. Und wenn ich jetzt eine Änderung vornehme und will das gleich testen, dann geht das nicht per se. Das heißt, ich muss dann wirklich warten, bis der Client dann die Änderungen sich wieder pullt. Ist natürlich ein bisschen unschön, wenn man gerade eine Änderung noch kurzfristig machen muss und man will die testen, dann muss man halt eben die 15 bzw. 20 Minuten warten und kann es erst dann testen, ob das auch wirklich funktioniert hat, was ich geändert habe. Ja. Das geht natürlich auch, also man kann natürlich lokal den Cache clearen, aber in aller Regel, wenn man das nicht tut, dann muss man halt wirklich warten, bis der Client sich die Änderungen dann pullt. Also somit wird halt eben auch verhindert, dass mein IPA-Server zu Tode gespammt wird. Wenn ich natürlich jetzt ein Netzwerk habe mit 500 Hosts und das wird nicht gecached, dann habe ich echt ein Problem. Ja. Gut, noch weitere Fragen? Ja. Nochmal auf den Cache. Das ist dann aber nur für Server brauchbar, nicht für mobile Clients, weil
wenn ich kein Internet habe, dann kann ich auch nicht anwenden. Die Frage war, ob sich das prinzipiell auch für Clients eignet. Also klar, natürlich der Hauptfokus ist auf Server, aber es funktioniert auch für Clients. Also ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Clients bei uns im Netzwerk, die, aber das sind interne Clients, muss ich an der Stelle offen sagen. Also es sind keine Road Warrior Clients, aber prinzipiell muss ich natürlich eine Netzwerkverbindung zu dem System haben. Das heißt, das muss ein Client sein, der halt ja irgendwie eine VPN-Verbindung hat dann auch. Ja. Also für reine Offline-Hosts ist das natürlich nicht gedacht. Oder man experimentiert mit Caches rum. Ich weiß jetzt nicht, wo da das Maximum ist. Also normalerweise, der Default liegt halt so bei 15 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob man diesen Cache auch mehrere Wochen oder Tage aktiv lassen kann. Ich benutze bei mir auf dem Laptop, das ist wirklich klein, jetzt ohne IPA, aber Okay. Anmerkung war jetzt gerade aus der Runde, man kann auch den SSD-Cache für mehrere Tage konfigurieren. Nur da stellt sich mir die Frage, wenn ich Kerberos verwende, ein Kerberos-Ticket hat ja in dem Konstrukt auch eine Max-Lifetime. Das Ticket läuft dann ab. Genau. Ich kann nicht immer noch in mein Laptop einloggen. Genau, richtig, ja. Ich kann nur wenn, immer noch meinen Moment sperren und immer noch arbeiten. Genau, ja. Dass mein Browser dann nicht an die Mails rankommt. Ist natürlich klar. Wenn man jetzt natürlich Single Sign-On weiterhin verwenden möchte, da gibt es dann das, also der Default-Wert ist ein Tag, also nach einem Tag läuft ein Kerberos-Ticket ab, aber den kann ich auch im Backend ändern. Also ich könnte jetzt beispielsweise 2 oder 3 Tage definieren, dann wären diese Kerberos-Tickets halt auch länger gültig. Okay. Noch Fragen von euch? Ja? Die Frage war, wie man LDAP noch anpassen kann. Also im Hintergrund, ich hatte es ja gesagt, werkelt ein 389DS LDAP-Server. Den kann ich nach Belieben, da ich ja auch einen Directory-Admin-User habe, mit weiteren Schemata betanken. Die Werte sind dann allerdings nicht in der Web-GUI ersichtlich, soweit ich weiß. Ich habe es noch selbst nicht ausprobiert. Ich habe bisher die Anforderungen noch nicht gehabt. Aber prinzipiell ist die GUI ja losgelöst von dem LDAP-Server. Also ich kann mir oder könnte mir vorstellen, dass es dann halt eben so ist, dass du eine Schemaerweiterung vornimmst, aber die in der Web-GUI nicht siehst und das dann manuell machen musst. Das heißt, du müsstest dich dann für den, als User kannst du ja selbst auch deine Eigenschaften ändern. Das heißt, du müsstest dann, nehmen wir mal an, du hast ein neues Feld für alle User, dann müsstest du als der User selbst diese Änderungen in deinem Kontext vornehmen oder der Admin könnte das halt eben tun. Denke ich mal. Aber ich kann es leider nicht ganz beantworten, weil ich habe das selbst noch nicht getestet. Ja? Für den Fall, dass man auch Microsoft-Windows-Maschinen und Skript aufnimmt, ist das so möglich oder wird man das parallel mit einem AD-Datei, den man dann miteinander koppelt? Was ist dort Best Practice? Die Frage war, wie, was die Best Practice ist, Windows und Linux-Host im gleichen Netz. Genau die Anforderungen haben wir bei uns im Unternehmen und wir haben das so gelöst. Also wir hatten bisher das AD für DNS auch gehabt und für dieses Kerberos Single Sign-On brauche ich natürlich meine eigene Kerberos Realm-Domäne und folglich auch eine eigene DNS-Zone. Wir haben das so gemacht, wir haben eine eigene DNS-Zone nur für Linux-Clients gemacht und haben AD so konfiguriert, dass halt Anfragen, die an den DNS-Server, also an den Windows-AD gestellt werden, für die Zone weitergeleitet werden an den IPA. Im IPA pflegen wir keine Reverse-Lookup-Zone. Die pflegen wir im Windows-AD halt eben noch, weil das was ich vorhin sagte, also wenn ich da Reverse-Lookup-Zone pflege, dann ich müsste das ja dann an beiden Stellen machen. Das ist unheimlich viel Aufwand. Weil für jeden Host, der neu reinkommt, muss ich im Windows-AD einen Eintrag machen und im Linux-AD. Das macht ja relativ wenig Sinn. Anmerkung zu dem Thema, oder? Die Frage war, dass ja ein Samba installiert wird, das kann getan werden, wenn ich AD-Trusts machen will. Aber wenn ich jetzt einen reinen IPA ohne AD-Trust installieren möchte, dann habe ich erstmal kein Samba mit installiert. Ja? Und das ist ein relativ heikles oder komplexes Thema. Es gibt halt mehrere Ansätze, wie man jetzt eine zentrale Benutzerauthentifizierung in der Linux- und Windows-Welt vereinheitlicht. Also es ist auch zum Beispiel möglich, mit SSSD und, jetzt habe ich den Namen des Pakets vergessen, eine native Integration ins AD zu machen. Das geht auch. Ja. Es ist auch möglich. War jetzt bei uns beispielsweise nicht möglich, weil wir auch noch RHEL 5 Clients haben.
die sind halt relativ, ja, stehen so kurz vor End for Life, aber die sollen halt auch mit rein. Und das war nativ mit AD nicht möglich, deswegen haben wir eine dedizierte IPA-Lösung halt genommen, weil wir es auch losgelöst davon haben wollten. Wir wollten, dass unser Linux-Team die volle Verantwortlichkeit und die vollen Berechtigungen dafür hat und die Windows-Jungs halt eben auch ihre eigenen Verantwortlichkeiten haben. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, genau, Best Practice, wir haben das so gemacht, Reverse Lookup Zone wird nur im Windows AD gepflegt, eigene DNS-Zone für die Linux-Clients. Die Linux-Clients verwenden natürlich dann auch die IPA-Server als primär und sekundären DNS und die Windows AD DNS-Server sind halt als Forwarder auf den IPA-System eingetragen. Und so, da funktioniert dann halt das Auto-Domain-Discovery manchmal nicht sauber, aber Single-Sign-On funktioniert wunderbar, weil eigene Kerberos, Realm-Domain, eigene DNS-Zone und somit, ja. Das Einzige, was man halt dann in Anführungsstrichen manuell machen müsste, wäre, nachdem ich einen Host in IPA aufgenommen habe oder bevor ich das tue, muss ich halt den Reverse-Lookup-Eintrag in der Windows-AD-Welt erstellen. Aber das haben wir damit erschlagen, also wir haben sowieso einen vollautomatisierten Prozess für VMs, die deployed werden und in dem Zug, es wird halt eine VM deployed, es wird ein DNS-Eintrag in der Reverse-Zone im AD erstellt und dann wird es im IPA registriert. Ja. Also das ist so der einzige Knackpunkt an der Stelle, man muss halt manuell den Reverse-Lookup-Eintrag pflegen. Aber ansonsten war das für uns die praktikabelste Lösung zu dem Zeitpunkt. Noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Nee? Gut, dann habe ich hier nochmal ein paar Links zusammengetragen. Zum einen zu der Free IPA-Webseite nochmal. Da gibt es eine Dokumentation Deployment Recommendations. Da ist halt eben aufgebaut, wie kann ich Active Failover konfigurieren? Was empfiehlt sich, wie viel Server pro wie viel User? Dann gibt es auch einen Quick Start Guide, halt eben die Kurzinstallation. Für das Thema AD Trusts gibt es eine eigene Dokumentation an der Stelle nochmal. Also wer das machen möchte, einfach hier nochmal einen Blick reinwerfen, das ist ziemlich detailliert. Und wer sich dieses Free-IPA-Stuff mal antun möchte und seine Kollegen damit quälen möchte, dass sie keinen Root mehr haben, politisch sehr schönes Thema an der Stelle, dann kann auf GitHub gerne mal einen Blick auf mein Repo werfen. Wie gesagt, wenn ihr weitere Ideen habt, ich bin jederzeit für Feedback zu haben. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hier nochmal einen Link zu meinem Blog und zu diversen sozialen Netzen, wenn ihr mitverfolgen wollt. Vielen Dank.